어제 독일 유튜브에서 트렌딩, 그러니까 인기 동영상이라고 하죠. 그거를 봤는데 한국 영상이 네 개나 있는 거예요. 하나는 방탄, 두 개가 트와이스, 그리고 하나는 오징어 게임 관련된 거였고 한국어 영상이었는데 독일 인기 동영상 리스트에 있어서 되게 신기했습니다. 넷플릭스 독일 계정에 가보시면은 오징어 게임에 대한 독일 사람들의 의견을 댓글을 통해서 볼수 있거든요. 나오기 전까지만 해도 넷플릭스에서 따로 홍보도 안 했어요. 매달 기대가 되는 작품들을 쫙 이렇게 뽑아서 알려주는 게 있거든요. 9월의 기대작 리스트 중에 오징어 게임은 없었고, 그냥 어느 날 갑자기 탑10에 들어왔어요. 지난주 1위를 했고, 이번 주인 10월 역시 1위를 하고 있습니다. 이 탑10 포스트에 달린 댓글을 몇개 읽어보려고요. Squid Game Platz 1, krass verdient. Squid Game, mega geile Serie. Gibt es auf Netflix noch ähnliche Serien wie Squid Game und Alice in Borderland? Squid Game ist beste Serie auf Netflix. Kann bei Squid Game Sex Education und Modern Family nur zustimmen. Der Opa ist süß. 그러니까 다른 사람이, Spoiler. 그러니까 이 사람이 다시, das sind 10 Serien, wo es mehrere alte Opas gibt. Was für Spoiler, Alter? 그러니까 다른 사람이 beruhig dich mal. 내 친구를 태그해서 siehst du, guck endlich Squid Game. Erst alle so. Koreanische Serie? Ich weiß nicht. Alle jetzt. Geil. Bei Squid Game hat Netflix großartige Leistung vorgebracht. Wenn Squid Game gefällt, der soll sich Alice in Borderland geben, falls er sie das noch nicht gesehen hat. Squid Game einfach komplett überraschend gewesen. Mega geile Serie. Squid Game geht voll im Trend auf TikTok. Ist auch übelst geil. Squid Game ist gut, keine Frage, aber irgendwie überbewertet. Fand ich Alice in Borderland besser. Squid Game mega. Hat mich sehr an Alice in Borderland erinnert. Muss die beiden mal eine zweite Staffel kommen. 이제는 어제 올라온 Top 10 포스트에 달린 댓글을 몇개 읽어보겠습니다. Squid Game einfach zu krass. Platz 1 hat Squid Game sowas von verdient. Ich habe mich so sehr in diese Serie verliebt. 그러니까 댓글로, um was geht's da? 이제 설명해줘, 이분이. Es geht um eine Untergrundgesellschaft, die Menschen mit Schulden eine Chance geben, um endlich Geld zu bekommen. Dafür müssen die Spieler Spiele spielen, die ihnen das Leben kosten könnte. Das ist also das Grobe. Wenn es dich interessiert, guck auf YouTube nach einem Trailer. Dank dir, dann weiß ich, was ich heute Abend zu tun habe. Jedenfalls anschauen. Ja, wirst es nicht bereuen. Squid Game ist einfach nur overhyped. Unsinn. Die Serie kannte niemand und sie kam überraschend auf Platz 1. Genau meine Meinung. Hab gestern nach Folge 2 ausgemacht. Zu Tod gelangweilt. Ja, bei den ersten Folgen denkt man das, aber das wird geil. Nee, das wird besser mit dem Hauptprotagonisten. Ist echt nicht schlecht. Das klingt so arrogant, aber seine Unfähigkeit regt mich so auf. Weiß auch, woran das liegt, aber kann solche Menschen einfach nicht ertragen. Ich verstehe, was du meinst, aber die Serie gibt halt ein unglaublich realistisches Character Development ab. Also, falls du Zeit hast, gönn dir Snacks und bring heute den Rest durch. Ich schau mal am Wochenende, melde mich dann nochmal. Squid Game ist so langweilig. Es war alles so vorhersehbar. Platz 1 kann gerne noch so bleiben. Squid Game wird vor allem auf TikTok zu krass gehypt. Kein Wunder, dass es auf Platz 1 ist. Alle wollen es dann gucken, vor allem die kleinen Kiddies, obwohl die Serie ja erst ab 16 ist. Voll sad, dass Squid Game nur 9 Folgen hat. Kein Wunder, dass My Little Pony zurück in die Top 10 kommt. Nach Squid Game braucht man was Sanftes. Squid Game ist Zeitverschwendung. Ihr mit eurem Squid Game richtig schlecht. 그리고 다른 오징어 게임 관련 포스트에 달린 댓글 몇 개를 조금 더 가져와 보면은, Ich möchte meine Tränen zurück, die ich für den alten Mann verschwendet habe. Bin ich eigentlich die Einzige, bei der Kampfszene in Squid Game Audio stimmgeschaltet war? 재미있는 거는 사람들이 이 456억 원이 얼마인지 감이 잘안 왔는지 다들 구글에 검색을 해봤다는 거예요. 환전. 거기에 달린 댓글을 몇 개를 보니까 자기도 모르게 옌으로 생각하고 봤다는 댓글이 몇개 있더라고요. 그래서 한국이 원을 쓴다는 것도 이 시리즈를 통해서 알려지지 않았나 하는 생각이 듭니다.